Und Dino und Mats hat drauf prangt. Das ist schön neu. Passt bloß nicht. Das Kuriose daran ist, dass diese komische, eigentlich total ekelhafte Architektur smarter wirkt als die zeitgleiche westliche. Ich weiß nicht wodurch, aber vielleicht durch diese komischen pastellfarbenen Töne und so. Finde ich schon, auf jeden Fall. Und dann durch dieses, das hat sowas so ein bisschen elegant. Es ist ein bisschen so komisch, trotzdem so ein bisschen fein, fein facettig so. Ja, stimmt. Es ist wirklich so ganz dumpf und tumbe. Also irgendwie sind die Muster so. Ich glaube, das ist einfach so die kommunistische Kunst echt mehr Einfluss auf die Architektur gehabt hat als im Westen zeitgleich. Das heißt also, dass es schon noch so komische Designideen gegeben hat. Das war ja auch irgendwie, das war ja auch, da war man auch stolz drauf. Das, so auf diese Art von Fortschritt und so, das sollte ja auch wegweisend und irgendwie so, das wurde ja auch wirklich stolz hochgezogen. Und so. Naja, das wurde ja bei uns auf eine gewisse Art und Weise. Aber nicht so repräsentativ. Das stimmt. Trotzdem wurde da mit einer Wahnsinns-Power wurden da Dinge hochgezogen. Aber bei uns hat man das irgendwie natürlich einfach auch so als total stumpf. Du hast recht, also klar. Das hat man einfach es war auch nie ein so klar. Das ist klar, das ist uns. Es war nie ein Gedanke der nicht der so als Errungenschaft dabei. Oder irgendwie sowas. Ja, klar. Ja, stimmt, das ist der Unterschied. Sehr klein, sehr fein, aber trotzdem merkbar. Ich möchte mal frische Kram jetzt. Okay. Jetzt einmal hier so rumdümpeln, finde ich auch gut. Ich glaube, wenn du das genau nimmst, sind wir da schon einmal. Was? Es dauert noch eine Vierteldrehung maximal, dann sind wir ja da. Ehrlich? Ja. Moment. Aber du hast recht, wir haben ja hier bei der Sonne auch angefangen. Ja. Stimmt. Toll, wie diese Häuser da hinten so eine Kurve einnehmen. Dieses S? Dieses F da. F? S. Selten gesehen. Oh, Spitze. Ma'am. Es geht toll. Los. Vielen Dank. Schön. Danke. Komplett.
Danke. Komm, Umberto. Einfach in Ruhe frühstücken wir. Achso, die zweite Portion. Aha. Kriegen wir es auseinander. Ja. So. Vielen Dank. Gibt es Butter oder Margarine? Das müsste man drauf. Okay, Moment. Moment. Jojo. Ja. Müsste mit drauf sein, ne? So, Alter. Elektrik. So, jetzt will ich mein Telefrühstück hier essen. Komm. Zauber drüber hier. Komm. Komm, ab direkt. Komm, Tante. Komm ran, Tante. Vorstellst du, was hier von Funksignalen rausgeht, ne? Mhm. Das sind Tausende von Funkwellen. Teilweise enorm. Ach, danke. Vielen Dank. Danke. Danke, ich brauche einen Hammer nur noch. Das wäre das Letzte, was ich brauche. Einfach nur einen Hammer, um die Butter zu zerhauen. Zahner. Was? Eher härter. Vielleicht eine Säge oder eine Raspel? Damit ich mit der Butter zurechtkomme. So, mal gut da. Scheiße. Ärgerlich. Durchdreh, wegdreh, abdreh. Schmeckt ja echt gut. Mhm.